Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch das Unboxing von der Beauty Love Box. Diese Box war richtig cool. Ich habe sie schon einmal aufgemacht. Da sind mehr so Clean Beauty Produkte drin, auch aus dem grünen Bereich, sprich so ein bisschen Naturkosmetik, mal vegane Produkte. Alles sehr natürlich, richtig tolle Marken konnte ich dadurch kennenlernen und der Wert war auch grandios. Also wenn ihr Lust habt zu sehen, was sich in dieser Box befindet und auch eine gewinnen wollt, dann bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video, los geht's. Also ihr Lieben, kurz ein paar kleine Fakten. Die Box kostet 39,95 €, ist also ein bisschen teurer, aber ich habe einen 10 € Rabattcode. Das heißt, ihr bekommt die Box dann für 29,95 € und letzten Monat war der Wert, ich weiß nicht, 140, 150 €, also extrem hoch, fast das Fünffache, ne? Richtig krass. Und ich freue mich jetzt total, die jetzt aufzumachen. Die sollte eigentlich schon ein bisschen früher da sein. Anscheinend ging was mit DHL schief. Ist aber nicht schlimm. Jetzt ist sie da und ich bin mega gespannt, wenn ihr es auch seid. Viel Spaß und los geht's. Falls ihr keine Unboxings und Reviews mehr verpassen wollt, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Dann könnt ihr auch an den Verlosungen teilnehmen. Ihr verpasst keine Videos mehr. Ich uploade relativ oft. Ich mache ganz viele Beautybox-Unboxings. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Teil meiner Community werdet. Also, dann starten wir jetzt. Ich öffne die gute Box. Übrigens, die Verpackung ist super nachhaltig, biologisch abbaubar. Und die Spenden übrigens, das hatte ich letztes Mal total vergessen, 50 Cent von der Box an ein Projekt in Madagaskar, das nennt sich Treedom. Und damit pflanzen die Bäume und unterstützen Kleinbauern, damit sie sich selbst versorgen können. Ich finde das eine super Geschichte, aber die Produkte waren auch richtig cool. Also insofern, hier stimmt so das Gesamtkonzept. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob es jetzt bei der zweiten Box auch so cool ist wie bei der ersten. Wir werden es sehen. Ich mach's mal auf. So sieht übrigens das Ganze aus. Es kommt also trotzdem in einem schönen Papier, dass man das Auspackerlebnis hat. Das finde ich super wichtig. Oh, das Thema ist Powerful Rainforest. Und in diesem kleinen Heft ist ein QR-Code drin. Da findet ihr dann alle Produkte mit Preisen und so weiter. Richtig gut und auch wie man sie anwendet. Ich werde euch sowieso die Preise wie immer einblenden. Und dann würde ich sagen, wir starten mal. Das Erste, was ich hier sehe... Oh, das ist ja gut. Ein Foot Treatment, eine Fußmaske anscheinend. Aha, Pure Copaiba Care, Anna Evangelista. So, das ist eine Pediküre-Creme in Einwegsocke mit Nagelfeile, Kiefernholzstäbchen und Schleifkappe. Das heißt, da kann man wirklich eine richtige Pediküre machen. Also man hat eine Feile und ein Stäbchen mit dabei. Man hat so ein paar Söckchen. Und ja, ich glaube, diese Socken sind getränkt mit irgendeiner Treatment-Flüssigkeit. Genau, entnehmen Sie aus dem Set die Pflegesocken und ziehen Sie diese an. Lassen Sie die Emulsion je nach Bedarf 5 bis 15 Minuten einwirken. So, und danach kann man sich dann auch die Hornhaut entfernen und so weiter und so fort. Keine schlechte Sache, muss ich sagen. Ich finde sowas ja für die Füße total wichtig, gerade im Sommer, dass die schön gepflegt sind und so. Cool. Also das werde ich mal ausprobieren. Ein Fußtreatment. Hört sich erstmal sehr gut an und hier hinten ist das drauf beschrieben. Finde ich schön. Dann haben wir ein Aloe Vera Gel und sowas kann man immer gut gebrauchen, gerade wenn man in der Sonne war. Hier ist wohl 98% mehr als reiner Blattsaft drin. Sehr gut. Also ich muss sagen, wir haben auch immer eine Aloe Vera Pflanze zu Hause. Die bringt es total, gerade wenn ihr auch Schnittverletzungen oder irgendwelche Verletzungen habt. Ihr könnt einfach das Blatt abschneiden und den Saft nehmen und dann da drauf machen. Das wirkt super. Aber wenn man es natürlich einfach auftragen will, sage ich mal, nach einem Sonnenbrand, ist es schon in einer Lotion angenehmer, muss man ganz klar sagen, weil der frische Saft von der Aloe Vera, der ist sehr klebrig, ne? Und super. Für Haut und Haar ist als Kämmhilfe und Glanzbooster. Okay, ich werde das jetzt mal einfach mal hier auftragen. Nee, das ist zu. Moment. Ja. Ah, das riecht schon so. Natürlich nach Aloe Vera. Sehr gut. Ist auch super flüssig. Oh. Das ist super, super flüssig und es riecht total natürlich. Also, das ist schon mehr wirklich wie so ein Saft. Ist überhaupt nicht wie ein Gel. Und zieht super schnell ein. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade bei diesen heißen Temperaturen ziemlich gut, wenn es dann nicht so fettig ist. Ne? Das ist wirklich nur der Saft von der Aloe Vera und noch irgendetwas Fermentiertes dazu.
Nicht schlecht, das finde ich schon mal cool. Vor allen Dingen, sowas hatte ich auch noch nie. So, dann haben wir hier Geoderm Natural Makeup Arabian Night. Das ist ein Lipstick. Oh, das ist ja cool. Lippenstift mag ich. Und diese Marke, die sagt mir noch gar nichts. Das ist wohl natürliches Make-up. Und dieser Lippenstift ist wohl 100% vegan von den Inhaltsstoffen mit organischen Inhaltsstoffen, also so Bio-Geschichte. Und wahrscheinlich auch kein Mineralöl und so weiter. Ist in Spanien produziert. Und so schaut der aus. Oh, das ist so ein roter Lippenstift. Ich meine, rot ist nicht ganz meine Farbe, muss ich sagen. Aber wenn der jetzt so gute Inhaltsstoffe hat, finde ich das eigentlich nicht schlecht. Und vor allen Dingen, es würde jetzt schon ganz gut zu meinem Make-up passen. Ich glaube, ich probiere den einfach mal. Also es ist natürlich mega warm. Ich brauche euch nichts vormachen. Wir haben ja 40 Grad gefühlt. Vielleicht sind es auch erst 35, aber ausreichend, würde ich sagen. Ne? So, dann trage ich mir den mal auf. Der riecht angenehm, ein bisschen fruchtig, aber erstmal nichts Spezielles. Also nicht übermächtig, ne? Der ist super cremig, also der ist super geschmeidig, lässt sich total leicht auftragen. Man braucht faktisch keinen Lip Liner, finde ich ziemlich cool. Und obwohl es so warm ist, ist es jetzt nicht so, dass der mir zerläuft. Der ist relativ fest hier drin und es ist jetzt auch nicht so, dass man total viel schmieriges Zeug da auf den Lippen hat, sondern das ist sehr, sehr angenehm zu tragen, muss ich sagen. Ich bin jetzt froh, dass ich das probiert habe. Weil damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe jetzt viele Lippenstifte, wenn ich die mit so einem Druck auftragen würde, da würden die kaputt gehen, weil das jetzt einfach so warm ist. Ne? Und das war mit dem jetzt gar kein Problem. Also das finde ich schon ziemlich gut. Ich werde mir das jetzt noch einmal abtupfen hier. Kommt kaum was ab. Der ist nicht matt, aber es könnte sein, dass der so gleich so ein bisschen antrocknet. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall finde ich, sieht der sehr, sehr schön aus. Und wir können ja mal abwarten, wie sich das im Laufe des Videos so entwickelt. So, dann haben wir ein Spa Technology Pure Beauty. Oh, ein Grape Peeling. Ein Traubenpeeling, das finde ich ja geil. Grape Peeling von Tian D. Das ist wohl ein Peeling aus, was mechanisch ist, oder? Ich muss mal gerade schauen. Nee, hier ist Glycolic Acid, Lactic Acid, Malic Acid, Tartaric Acid. Also es ist ein Säurepeeling. Okay, dann werde ich das nicht benutzen, weil ich es nicht so gut vertrage. Ich dachte jetzt bei einem Traubenpeeling, dass es eventuell ein mechanisches Peeling ist. Ist es aber nicht. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Dann kommt das mal, werde ich das einfach mal weitergeben. Ne? So, dann haben wir hier ein Seaweed Body Salt Scrub. Nicht schlecht. Das ist also mit Algen, würde ich sagen. Seaweed ist doch Alge, ne? Meeresalgenkörpersalz besitzt eine regenerierende und stimulierende Wirkung für die Haut und aktiviert Stoffwechselprozesse, versorgt die Haut mit Mikro- sowie Makroelementen und verbessert ihre Elastizität. Super! Also sowas mag ich total. Das ist auch von derselben Marke wie das Peeling. Tian.de. Super! Das werde ich auf jeden Fall austesten. Das finde ich richtig gut, sowas. Und auf sowas stehe ich ja auch, muss ich sagen. Cool. Dann haben wir von BU Rising Star. Was ist denn das hier? Das sind witzige Produkte irgendwie. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Grapefruit und Bergamotte. Eine Whitening Zahnpasta. Super. Ich mag total gerne Whitening Zahnpastas. Ich finde allerdings, dieser Lippenstift, der macht die Zähne extrem weiß, weil der so einen kleinen Blauanteil hat. Das ist immer ein guter Tipp, wenn ihr weiße Zähne haben wollt. Also ich finde, das geht damit perfekt. Ansonsten mag ich sowas. Das ist eine Enzymatic Whitening Bacterial Balancing Lasting Freshness, alles klar. Made in Switzerland, das werde ich ausprobieren. Finde ich richtig gut, weil einfach mal eine neue Zahnpasta und Grapefruit-Duft mag ich auch. Insofern, das teste ich gerne aus. Dann haben wir, oh, das ist auch mega cool. Ich glaube, das hatte ich mal in einem erotischen Adventskalender. Und zwar I Want You Naked ist so eine Marke. Und das ist ein Naked Oil Virgin Coconut and Tangerine. Riecht bestimmt total gut. Oh ja, ein Body Oil. Und ich glaube, das ist auch gut zur Massage gedacht, oder? Ja, pflegendes Massage- und Körperöl. Okay. Oh ja,
Oh, das riecht gut. Das riecht ganz dezent nach Kokos, aber eher, aber nicht so übermächtig, dass es jetzt so ganz süß ist. Und es lässt sich total gut verteilen. Oh ja, das gefällt mir, muss ich sagen. Warum nicht? Damit kann man sich auf jeden Fall auch schön massieren lassen. Es hat ganz natürliche Inhaltsstoffe mit feinem Kokos-Zitrusduft. Ganz natürlich, ohne Tiertestung. Finde ich schön. So, dann haben wir ein Kahai Oil Hair Mask von Paul Jacomin. 8-Hour Detox. Witzige Verpackung. Also ich muss sagen, keins von diesen Produkten bis jetzt hatte ich schon mal in der Beauty Box. Das finde ich schon mal sehr gut. Ein ultra-absorbing combination of nutrient-rich, luxurious organic oils. Transforming texture, restoring luster and elasticity. Oh, shake before use on clean, slightly damp hair. Liberally cover and gently massage. Rinse or wash off in the morning. Ach so, das soll man über Nacht. Ich hätte es mir jetzt schon fast reingegeben. Ne? Das ist ein Übernachtöl, was ihr euch so quasi in die Haare massieren könnt. Und wenn man das hier, ich glaube, hier kann man das öffnen und dann ist quasi die Versiegelung ab. Das ist ja sehr, sehr cool. Nur das werde ich jetzt natürlich nicht machen, weil ich habe mir die Haare heute gewaschen. Ich werde die mir bei diesen Temperaturen jeden Tag waschen müssen. Vor allen Dingen, wenn man auch schwimmen geht. Ne? Aber sehr cool, das werde ich ausprobieren. Eine Hair Mask, ein Öl, was man quasi über Nacht drin lässt als Haarmaske. Gerade jetzt für den Sommer eine schöne Geschichte, ne? So, und dann haben wir noch, allerletztes Produkt, eine Augencreme und zwar eine straffende Pflege von der Firma Shades of Nature mit 15 Milliliter Certified Organic Cosmetics mit Mandel und Olive. Ich glaube, das ist sowas, was ich mal an meine Mama weitergeben kann. Das ist nicht schlecht oder auch selber benutzen kann, denn ich liebe Augenpflege und ich habe so gute Erfahrungen mit Augenpflege aus Beautyboxen gemacht. Ich kaufe mir eigentlich keine mehr, muss ich ehrlich sagen, weil ich hier so viele neue, tolle Cremes entdecke. Also austesten werde ich sie wahrscheinlich schon auch selbst. Sehr gut. Aber ich habe gerade noch viel offen. Das heißt, das wird noch einen Moment dauern, bis ich das verwenden werde. Weil diese Produkte, gerade wenn das so Naturkosmetik ist, die sind nur 6 Monate haltbar. Muss man ein bisschen aufpassen, ne? Aber das ist wohl anscheinend sehr reichhaltig und das finde ich gut. Ja, sehr, sehr schön. Also ich fasse nochmal zusammen, welche Produkte da drin waren. Preise habe ich euch eingeblendet. Ich weiß sie aktuell noch nicht. Das werde ich dann später rausfinden. Ich weiß nicht, wie teuer diese Marken sind, aber ich kann mir vorstellen, wenn das so Naturkosmetikmarken sind, dass die auch ihren Preis haben werden. Ne? Wir haben also einmal diese Augenpflege. Dann haben wir eine witzige Zahnpasta, finde ich. Eine Whitening-Zahnpasta mit 90 Milliliter, die relativ groß ist auch. Ne? Dann ein Meeresalgen-Körperpeeling. Und auch ein Peeling fürs Gesicht, aber Achtung, das ist mit mehreren Säuren. Also falls ihr empfindlich seid, ein bisschen aufpassen, könnt ihr mal ausprobieren, ob das was für euch ist. Und man soll das auch 1-2 Minuten einmassieren und dann abwaschen. Insofern, das ist jetzt kein Peeling-Gel, was drauf bleibt auf der Haut. Vielleicht ist das dann ein bisschen milder, vielleicht probiere ich es auch mal. Ich vertrage sowas generell eigentlich nur in diesem Bereich hier. Da geht das meistens, ne? So, dann haben wir einmal ein Aloe Vera Gel mit 98% reinem Blattsaft. Finde ich super. Der Lippenstift gefällt mir richtig gut. Ich glaube, ich müsste ihn mir hier nochmal nachauftragen. Aber eine tolle Farbe und verschmiert nicht. Finde ich richtig klasse. Arabian Nights heißt der von Geoderm Natural Makeup. Nicht schlecht. Dann haben wir eine Haarmaske, die man über Nacht drin lassen kann, so in Ölform. Ein Foot Treatment, genau das Richtige für den Sommer jetzt. Und auch noch ein schönes Körperöl. Also, mir haben die Produkte sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches euer liebstes Produkt ist. Wenn ihr eine Box gewinnen wollt, müsst ihr nichts weiter tun, außer natürlich Abonnent meines Kanals sein, dem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben geben, mir einen lieben Kommentar da lassen, gerne mit dem Hashtag BeautyLove und schon wandert ihr in den Lostopf. Ich lose ungefähr 14 Tage bis einen Monat später aus. Die ganzen Details stehen natürlich unten in der Infobox. Ich blende euch jetzt auch nochmal hier den Gesamtwert dieser Box ein. Ich schätze mal, auf über 100 Euro kommen wir auf jeden Fall. Wie gesagt, ihr könnt mit meinem Code Franka 10 Euro sparen und bekommt die erste Box dann für 29,95. Ich denke, das ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was sich lohnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Hier verlinke ich euch nochmal 2 meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.